So Leute, herzlich zu einem neuen Video, heute zum Türchen Nummer 8 sind wir schon. Ich hol's mal. Und erst hole ich mir eine Wasserflasche. Ich habe meine Wasserflasche hier aufgefüllt. Eine war noch drin im Kühlschrank, die ist schon kalt. Tue ich jetzt rein, hole ich jetzt raus. Und gucken wir mal, ob wir einen Gönnergy haben, einen Holy haben, der funktioniert. Der, den ich noch nicht hatte. Gucken wir mal. So, Nummer 8. Acht. Ein kleines Päckchen, so wie gestern. Also der 21. ist noch ein großes Päckchen, also ein großes Ding. Dann haben wir noch den 9. Der ist noch groß. 24, 17 und 13 sind so mittelgroß, also dosenmäßig groß. Und alle anderen sind auch klein. Egal, wir machen alle durch und sehen ja, was drin ist. So, wir haben eine Sorte. White Peach. Ja, was ist das? White Peach. Egal, wir probiert. Nichts drauf, was ist für eine Geschmacksrichtung? Nehmen wir 3 Eistee. Einmal Akai und Hibiskus-Tee. Lemon Moon und Black Tea. Und Apple X Green Tea. Den habe ich schon probiert. Der war, ich sag mal, in Ordnung. War nicht Favorite, aber war in Ordnung. So, diesen White Peach habe ich noch nicht probiert. Ich habe einen White Peach probiert. Ein anderer. White Peach, Holy Hydration. Heißt nur Peach. White Peach, werden wir probieren. Gucken wir mal. Gucken wir mal, wie das, ob der schmeckt. Ich habe ein neues Mousepad jetzt auch. Also, am Anfang ging das hier ab. Das habe ich bei Temu bestellt. Ja. Okay. Das hier drin ist einfach nur das Leitungswasser. Warum so wenig? Also wenn ihr Honig mit stillem Wasser trinkt, könnt ihr das ganz voll machen und dann schütteln. Aber da ich ja mit Kohlensäure das trinke, wenn ich jetzt hier voll mit Kohlensäure dann schütteln würde und aufmachen würde, ihr wisst, was passiert, wenn man Kohlensäure schüttelt. Kohlensäurehaltige Getränke. Läuft die ganze Scheiße über. Das Ding, statt im Internet zu drehen, wenn man Kohlensäure, soll man ein bisschen Wasser reintun, Pulver, schütteln. Und dann hier auffüllen. Ich lege Handtuch hin, weil es tropft noch die Scheiße hier. Es tropft. Normalerweise ist es so,
Ich krieg's ja mit Strohhalm immer, das seht ihr ja. Das denke ich dann so. Normal ist es so wieder, dass man hier aufschraubt, normalerweise, und dann hier austrinkt, normalerweise. Das werde ich auch irgendwann tun, aber ich habe noch so viele Strohhalme. Ich habe dazu Gönnergy gekauft und bevor ich die jetzt nicht verwende, werde ich sie verwenden, bis ich keine mehr habe und dann werde ich das so trinken, wie es da vorgesehen ist. Das hier ist schön. Also der Rand, das ist ziemlich scharf. Weil das hier oben ist ganz, das ist ganz schön stumpf. Das ist das Typen auf selbst. So. Probieren wir mal. Was ist denn das? Mal. Und ich kann definitiv, was es ist. Keine Ahnung, was es ist. Aber es schmeckt gut. Das kommt auf die Liste. Das werde ich mir auch kaufen. Das ist nicht. Das erholt mich ab. Das ist gut. Das nehmen wir mit. Ja. Das war's schon wieder. Das ist Türke Nummer 8. Und Leute, nicht vergessen. Deutschland, Unterland. Unsere Heimat, unser Herzum, Deutschland, ist nicht verhandelbar. Und ich sagen, müssen wir immer kommentieren, teilen und mich abonnieren. Bis nächstes Mal. Tschüss.